Ich habe das Gefühl, 2024 kann alles passieren und es passiert wirklich. Sims bekommt einen eigenen Film. Wenn ihr jetzt sagt, das sind doch Old News, habt ihr semi-recht, denn es sollte eigentlich schon ein Sims-Film vorhanden sein. 20th Century Fox hatte die Rechte dafür und hat Brian Lynch, der Scary Movie 3 unter anderem geschrieben hat, beauftragt. Das Problem ist nur, 20th Century Fox gehört jetzt Disney. Und Disney hat alles gecancelt, als die Übernahme stattfand. Dementsprechend sind die Rechte vom Sims-Film dann rübergegangen zu Legendary Pictures und jetzt zu einem anderen Produktionsstudio. Lucky Chap Entertainment ist jetzt für den Film verantwortlich und niemand anderes als Margot Robbie wird die Producerin sein. Es gibt meistens immer ein paar mehr Producer, deswegen wird Margot Robbie nicht die einzige Person sein. Aber natürlich ist Margot Robbie, wenn man so will, das Aushängeschild von dem neuen Sims-Film, weil ich finde, sie passt auch sehr, sehr gut durch diesen Barbie-Erfolg, den es gab, einfach in dieses Franchise. Wir wissen sehr wenig, außer dass wirklich hochkarätige Stars dabei sind, die dann entsprechend hinter den Kulissen beispielsweise das Skript schreiben. Es gibt zwei Screenwriter, Kate Herron beispielsweise, die an Loki gearbeitet hat, sowie Brynery Redman, die unter anderem Doctor Who gemacht hat, die aber auch so im Comedy-Bereich eine D&D-Improv-Show hat. Aber nicht nur Lucky Chap ist dafür verantwortlich, sondern auch Vertigo Entertainment. Und Vertigo Entertainment hat sich beispielsweise ausgezeichnet mit den Lego-Movies, die ich beispielsweise wirklich richtig genial finde. Natürlich, EA ist auch noch mit am Boot, heißt, sie sind dann auch in diesem Kreativprozess mit drin. Aber ich würde einfach mal so behaupten, EA ist nicht der Grundtenor oder gibt den Grundtenor an, wirklich für diesen Film. Das wird auf jeden Fall die Screenwriter und die Producer eben vorgeben. Ich habe alles andere als das erwartet, dass ich über einen Film rede. Ich muss sagen, ich freue mich sehr über diese Ankündigung und das mag euch vielleicht überraschen, weil logischerweise, wir wissen noch nichts über diesen Film und ich bin mir sehr sicher, dass wir vor 2026 noch nichts darüber sehen werden, außer ein paar Gerüchte, Bilder vom Set beispielsweise. Natürlich, Margot Robbie ist eine richtig tolle Schauspielerin und natürlich auch Producerin, das war sie auch schon im Barbie-Film. Ich denke mal, Margot Robbie wird dann auch Schauspielerin in diesem Film sein, wir wissen es noch nicht, aber ich bin mir relativ sicher, weil sie dann doch ein sehr, sehr positives Gesicht für die Brand bzw. für den Film wäre. Zusätzlich finde ich, dass sich die Videospielverfilmungen in den letzten Jahren richtig, richtig getan haben. Also wenn ich daran denke, an beispielsweise Tomb Raider mit Angelina Jolie oder Silent Hill oder Prince of Persia, das waren, also früher waren Videospielverfilmungen wirklich eine andere Klasse von schlecht teilweise. Es gab, also gab es überhaupt positive, richtig positive Ausnahmen? Kann mich gerade an nichts erinnern. Ich fand Final Fantasy Advent Children ganz nett, aber dafür musste man wirklich Final Fantasy 7 gespielt haben und kennen. Und alles andere wie Pokémon und so weiter hat halt wirklich mehr in diesem Fandom gespielt und hat nicht die Leute drumherum wirklich abgeholt. Und ich glaube, das wird jetzt anders. Super Mario beispielsweise hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, die Welten zu erklären und auch Leute abzuholen, die vielleicht Super Mario noch gar nicht gespielt haben. Aber es ist sehr einfach. Und natürlich, Super Mario hat jetzt auch nicht die höchst komplizierteste Welt, muss man auch mal sagen. Wenn wir Last of Us sehen, wirklich eine ganz fantastische Serie. Ich denke, mit Sims kann man Ähnliches machen. Meine Ideen, worum sich der Film drehen könnte, meine Hoffnung ist natürlich, dass es lore-spezifisch ist. Also, dass sich dann beispielsweise die Bella Grusel-Verschwindung, das Alien-Kidnapping wirklich auflöst. Aber ich denke nicht, dass wir so viel Lore-spezifisches wirklich bekommen werden. Denn, wie ich schon gesagt habe, es soll für die Allgemeinheit
irgendwie offen sein. Und wie viele von euch jetzt schon auch zu mir gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass Sims eine Geschichte hat. Es wird so den meisten Leuten gehen, selbst wenn sie Sims kennen. Und ich denke mal, Sims kennt wirklich fast jeder. Also das ist eine Marke, die... Frag mal die Leute, ob sie Sims kennen. Also die meisten Leute wissen zumindest, was damit anzufangen. Das bedeutet aber nicht, dass sie sofort das gespielt haben oder so. Deswegen wird es sehr wahrscheinlich Easter Eggs geben. Es wird eine Bella Gruse geben. Ich könnte mir Margot Robbie beispielsweise richtig geil als Nancy Landgraf vorstellen. Oh, das wäre so witzig. Ich denke aber, es wird eine andere Richtung gehen, die Mainstream-freundlicher ist. Ich kann mir nicht wieder vorstellen, dass es so eine austauschbare Geschichte ist wie bei Free Guy mit Ryan Reynolds. Ich will mal Ryan Gosling sagen. Nein, Ryan Reynolds. Da war es ja beispielsweise so, dass er ein Charakter im Videospiel war und dann die echten Leute dann halt mit ihm interagiert haben und er hat sich halt quasi weiterentwickelt als vom NPC zu einem, ja, wenn man so will, richtigen Charakter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so in diese Richtung geht, weil da haben jetzt momentan ziemlich viele darauf, auf dieses Thema wirklich eingespielt. Ich kann mir wirklich mehr so Barbie-mäßig was ein bisschen vorstellen. Also, dass man wirklich mehr von einer Welt in die nächste taucht, dass vielleicht ein Sims-Spieler im Fokus steht, der sich dann in Sims entwickeln möchte, weiterentwickeln möchte und vielleicht die eigene Story schreiben möchte. Einfach etwas, was allgemein weniger Barrieren eben hat zum Verstehen. Es wird Easter Eggs geben, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es sowas, keine Ahnung, wie One Heart Baby Challenge oder sowas ist. Es wird safe Referenzen geben. Safe. Dass du dann beispielsweise, dass der Hauptcharakter so lang geht und dann hast du da so ein Haus mit irgendwie 10 schreienden Babys und dann hast du da die One Heart Baby Challenge Haus oder sonstige Sachen stehen mit Matriarchen und sowas. Also es wird sehr, sehr wahrscheinlich auf diese ganzen quirky Sachen eingehen. Und es wird ein Don Lothario bestimmt herumlaufen, Bella Gruse und so weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so krass in diese Easter Eggs geht, sondern dass wir eine Geschichte bekommen, die ein bisschen mit diesem Kontrollgedanken eher spielt. Das kann ich mir vorstellen, aber logischerweise, Hollywood hat mich noch nicht angerufen. Ich weiß, was ist los? Hollywood, ich bin da. Ich bin gerne Ideengeberin. Ich habe sehr viele Ideen. Ihr könnt mich gerne buchen. Ich bin keine Schauspielerin, aber könnt mich trotzdem buchen. Dankeschön. Was sagt ihr? Was sagt ihr über diese Ankündigung? Und soll ich ein bisschen mehr über Videospielverfilmungen reden? Denn ich habe während meines Studiums mal mich sehr viel damit auseinandergesetzt und habe da auch meine Essay geschrieben über die verschiedenen Arten von Videospielverfilmungen, die beispielsweise wirklich das Hauptmaterial nehmen und da das quasi verfilmen in Live-Action, beispielsweise Silent Hill, das ist dann, das den ersten Teil genommen hat und dann versucht hat, dann zu filmen. Oder eben, dass dann auch die Verfilmungen sich weiterentwickelt haben, wie beispielsweise bei Final Fantasy VII, Advent Children, das ist dann eine weitere Story. Oder Super Mario, das ist dann quasi Super Mario Welt genommen und eine quasi weitere Geschichte dazu halt addiert. Oder ein Paralleluniversum oder was auch immer man dazu sagen möchte. Wenn euch das interessiert, lasst es mich gerne wissen, dann kann ich darüber ein bisschen mehr faseln, weil ich liebe sowas, wie ihr ja wisst. Ich liebe so, in solche Sachen mich einzudenken, ein bisschen zu recherchieren, was es da noch so gibt. Und ja, ansonsten, ich habe nicht gedacht, dass ich darüber heute rede. Ich wollte eigentlich über Stardew Valley reden, aber das mache ich jetzt am Wochenende easy. Dann werde ich in das neue Update reintauchen, denn Stardew Valley hat ein großes neues Update bekommen. Und eigentlich ist die beste Zeit, jetzt Stardew Valley zu spielen. Aber das dann mehr in dem Video. Ha! Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Follow da und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!